was wollen wir spielen? Ich weiß nicht. Schade, dass wir noch nie so richtig mit meinem Schloss spielen konnten. Das ist echt blöd. Ja, wirklich. Aber bald können wir auch mal wieder bei dir spielen. Ihr kauft doch das Haus von Frau Felsenberg, oder? Ja, meine Eltern kaufen das. Wir können Frau Felsenberg richtig gut leiden. Und Mama meinte, dass die Stadt gerade prüft, ob wir an dem Grundstück noch was dran bauen können. Dann ist Frau Felsenberg nicht mehr so alleine. Sie ist wirklich sehr nett. Ich kann sie gut leiden. Das ist ja toll. Niemand ist ja auch gerne alleine. Echt schlimm, dass sie keine Familie mehr hat. Fröhlich? Tag, Tag, Mindern. Du, ich muss da unbedingt mal den Linus sehen. Kannst du mal eben kurz rumkommen? Moin, Mutti. Linus ist zwar da, aber ich kann gerade nicht. Außerdem macht Emma auch gerade Mittagsschlaf. Na, na. Dann schick ihn mal alleine rüber. Allein? Hanna ist aber auch da. Ach, du Papalapap. Du lässt ihn ja auch alleine zum Bäcker. Und der Bäcker ist doch nebenan. Wenn er in 10 Minuten nicht da ist, dann rufe ich dich sofort an. Dann braucht sich keiner von uns Sorgen machen. Du, Linus, die Oma hat gerade angerufen. Sie muss dich ganz dringend wohl sehen. Frag mich aber nicht, was los ist. Oh je, habe ich was angestellt? Nein, das glaube ich nicht. Sie will dir wohl irgendwas zeigen oder geben oder keine Ahnung. Aber ich habe doch auch gerade Besuch von der Hanna. Das habe ich der Oma auch gesagt. Aber sie meinte, du sollst Hanna ruhig mitnehmen. Sie hätte nämlich auch großen Spaß mit der Sache. Oh, Linus, deine Oma ist immer so nett. Ihr müsst aber alleine rüberlaufen. Ich habe keine Zeit. Oma wartet auf euch. Geht jetzt bitte los, damit sie sich keine Sorgen macht. Boah, wie cool, alleine laufen. Hast du das gehört, Hanna? Ja, super toll. Und schaut bitte gut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Geht mit niemandem mit. Lasst euch nicht ansprechen. Und geht auf direkten Weg zu Oma Erna. Bleibt auf dem Fußgängerweg. Keine Umwege, verstanden? Kein Trödeln. Hast du das gehört, Linus? Das gilt vor allem für dich. Ja, wir passen gut auf und machen noch keine Umwege. Versprochen. Echt toll, dass wir alleine laufen dürfen, oder? Auf jeden Fall. Super toll. Was deine Oma wohl für uns hat? Ich bin ganz aufgeregt. Ja, Hanna, ich auch. Was sie wohl von uns möchte? Da sind wir auch schon. Ich klingel am besten mal. Na, na, da seid ihr ja endlich. Wollte schon Suchtrupp nach euch losschicken. Aber Omi, wir sind doch direkt gekommen. Keine Umwege und so. Das weiß ich doch. Dann komm mal schnell rein in die Bude. Du machst es jetzt aber wirklich sehr spannend. Hast du etwa Pudding gekocht? Dein Pudding schmeckt so lecker. Oder ein Kuchen. Ach, ich liebe Kuchen. Nein, Quatsch. Milchreis ist auch gut. Nein, 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 Mindern. Kein Pudding und auch kein Kuchen oder Milchreis. Ach Mann, Omi, du machst es aber sehr, sehr spannend. Na, dann komm mal mit hier. Ach, wie süß. Das ist ja ein echter Hund. Das ist aber ein komischer Hund. Der hat ja an manchen Stellen kaum Fell. Ach, das ist auch ein Pudel, du Kleine. So einen Hund habe ich ja noch nie gesehen. Der hat ja sogar Herzen im Haar. Ich meine im Fell. Ist das etwa dein Hund? Ich wusste gar nicht, dass du dir einen Hund gewünscht hast. Nee, das ist nicht mein Hund. Der gehört meiner Freundin, der Ludmilla. Sie ist nur leider im Krankenhaus und muss auch bald zur Kur. Und solange passe ich auf den Hund auf. Oh je, die Arme. Wie heißt der Hund denn? Der Hund, der heißt Victoria. Streichelt sie ruhig. Sie ist ganz nett. Du musst dem Hund immer zuerst die Hand hinhalten. Dann kann er dich gut beschnuppern. Okay, mache ich das so richtig? Ja, total, Linus. Das machst du toll. Flo freut sich immer so, wenn wir ihn sehen. Der Hund hier wedelt ja nicht mal mit dem Schwanz. Das Fell fühlt sich ganz witzig an. So buschelig. Ja, Flo ist nicht so buschig. Victoria hat ja richtige Locken hier. Ob sie wohl im Winter friert? Da hat sie auch teilweise kaum Fell. Oh, Omi, können wir nicht bitte mit Victoria spazieren gehen? Bitte, bitte, bitte. Na claro, aber ich komm mit. Hast du gehört, Victoria? Gleich gehen wir schön mit dir Gassi. Das macht dir bestimmt ganz viel Spaß. Das macht bestimmt eine Menge Spaß sogar, Linus. Schau mal, der Hund bewegt sich endlich mal. Nanu, was macht sie denn da? Was machst du denn da, Victoria? Das findet Oma bestimmt nicht witzig, wenn du auf ihrem Stuhl sitzt. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Nana, was ist denn hier auf einmal los, du? Warum habt ihr denn den Hund an den Tisch gesetzt? Sowas macht man nicht. Tiere gehören nicht an den Tisch. Das waren wir nicht. Das war der Hund. Das hat er ganz alleine gemacht. Nana, du. Das glaubst du ja wohl selber nicht. So, jetzt raus mit uns. Das geht für dich und den Hund. Victoria, nun bleib mal schön bei Fuß hier. Dürfen wir den Hund auch mal halten, bitte? Hanna kennt sich voll gut aus mit Hunden. Na klar, du. Aber lass mich erst mal schauen, ob Victoria auch gut mit mir mitgeht. Sie ist manchmal, wie soll man auch sagen, ein bisschen eigensinnig, wenn du verstehst, was ich meine. Psst, Linus. Also ich finde Victoria irgendwie ein bisschen eigenartig.
sie ist, ja, wie soll man sagen, eingebildet, oder? Können Hunde eigentlich eingebildet sein? Hanna, was meinst du denn? Na, schau mal, wie Victoria läuft. Sie hat die Nase ganz schön oben, oder? Also so in der Luft. Da sagt man doch, die Leute sind eingebildet. Ja, das gilt doch auch für Hunde. Und guck mal, wie sie vorhin gesessen hat. Und da hat sie sich einfach an den Tisch gesetzt. Ich finde sie irgendwie komisch. Schau doch mal, wie sie läuft. So, weiß ich nicht. So vorbildmäßig. Ach, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So eingebildet halt. Ja, stimmt, Hanna. Du hast recht. Irgendwie ist sie schon ein bisschen eingebildet. So, brav, bleibt Flo nie an der Leine. Na, die Victoria ist ja auch wohl erzogen. Das war also die Überraschung. Ja, genau, Mindern. Das wollte ich auch den Kindern kurz unbedingt mal zeigen. Der Hund heißt übrigens Victoria. Victoria? Das ist aber ein sehr ungewöhnlicher Name für einen Hund. Mama, komm doch mal eben bitte kurz mit. Du musst mir mal einmal bei einem Rezept helfen. Ich bin da so unsicher, ob das wirklich so stimmen kann. Schau mal, Linus, der Hund bewegt sich mal wieder. Das glaube ich jetzt nicht. Ich sag es doch, mit diesem Hund stimmt etwas nicht. Victoria, nun komm doch bitte da runter. Das gibt nur Ärger. Von wegen wohl erzogen. Victoria ist total eingebildet. Schau mal, wie weit sie die Nase wieder oben trägt. Sie kann sich doch nicht einfach so an den Tisch setzen. Ach du Vaterland, was ist hier denn wieder los? Ihr sollt doch keinen Blödsinn mit dem Hund machen. Euch kann man ja nicht mal mehr 5 Minuten hier alleine lassen. Ihr seid doch keine Babys mehr, oder? Das waren wir nicht. Das war der Hund ganz alleine. Wirklich, Erna, das hat der Hund von alleine gemacht. Linus und ich, wir haben nichts gemacht. Wirklich. Also Linus, du weißt doch, dass ich keine Tiere am Tisch haben möchte. Das gehört sich nicht. Das ist nicht hygienisch. Pack bitte den Hund da jetzt weg. Den Spaß habt ihr vorhin auch schon bei mir gemacht. Schluss damit jetzt. Ein Hund hat an einem Tisch nicht zu sitzen. Das gehört sich einfach nicht. So, nun komm mal her, Victoria. Es wird Zeit für dein Fressen. Und Linus, komm doch morgen auch mal wieder rum. Dann können wir zusammen Gassi gehen. Ja, klar. Also Linus, wenn du mich fragst, ist der Hund mega eingebildet. Ja, aber irgendwie auch witzig, dass er sich einfach an den Tisch setzt. Blöd nur, dass wir dafür gerade Ärger bekommen haben. Ja, hallo Kinder und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Playmo-Geschichten. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch ganz gerne kostenlos unser Kanal. Denn unterstützt ihr damit unseren Kanal und ihr bekommt dann immer eine Benachrichtigung, wenn ihr die Glocke aktiviert habt, ja, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten wollt ihr noch mehr Geschichten mit dem verrückten Hund Victoria? Dann ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt es uns auch gerne in die Kommis. Ansonsten ja, verlinken wir euch hier vorne nochmal eine Geschichte, wie wir die Fusselkatze, also die Katze Fussel, getroffen haben, wie ich sie gerettet habe. Und hier unten verlinke ich eine Playlist mit noch mehr Geschichten von Omi und Opi. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, tschüss!